Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Deponia Doomsday. Ich muss zugeben, ich habe wieder ein bisschen geluschert. Und zwar habe ich mir zwei Sachen angeguckt. Und zwar die erste ist, da wäre ich vielleicht noch selber drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die zweite ist im Nachhinein auch ziemlich logisch, aber ich werde wahrscheinlich nicht so drauf kommen. Das erste ist das hier. Also ich hätte wahrscheinlich irgendwann versucht, alles reinzuwerfen. Die Welt ist noch nicht bereit für dieses Kunstwerk. Aber in der Zukunft werden sie es sicher zu schätzen wissen. Oh. Genau, hier kommt irgend so ein... Also, das... Felsbrocken, okay. Und die zweite Sache ist, wir müssen die Sirene aktivieren. Oh je, Fuel-Lock-Alarm. Dann rausgehen. Dahin. Komisch, ich sehe gar nichts. Und das Teil da reinpacken. In die Tonne. Was an sich eigentlich auch relativ schlau ist, so, weil, das heißt ja auch, dass irgendwelche, Gumbats oder wie auch immer, da eventuell die Saat klauen und so. Ich kenne dieses Geräusch. Da sind doch wieder Gumbats an den Tonnen. Gumbats, Alter. Gumbats sind. Kommt schon, gebt mir ein Schussfeld. Seid ihr, ihr bist no, da kann man hier nicht rüber. Na los, das zeigt ist, euch. Na los, mein Ziel. Zeigt euch. Na los, zeigt euch. Okay, ich kann na nur los, eins nehmen. Okay. Zeigt euch. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Müssen Sie das wieder hochmachen, oder? Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Na los, zeigt euch. Wir lassen es mal lieber oben, nicht dass irgendwelche Viecher oder so kommen. Okay, so, jetzt haben wir nämlich neue Sachen. Damit können wir die Suppe machen. Denke ich jetzt mal. Und dann müssen wir gucken. Weil, wie gesagt, das habe ich nachgeguckt. Das Teil, das da reingeworfen wurde und dann halt, dass man eine das Klappding in die Tonne woher schmeißen hast du die? Wollte. Woher schon? Ich habe sie einem Fuel-Lock aus den Rippen geleiert. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, kannst du die Suppe zu meinem Zukunfts-Ich bringen? Klar, warum nicht? So. Aber Vorsicht! Ich glaube, er sucht nach einem Grund, mich feuern zu lassen. Und jetzt können wir doch bestimmt das so machen. Wenn ein Haar in der Suppe ist. Herr Ober, da ist ein Haar in meiner Fuel-Lock-Suppe. Dann seien Sie froh, dass Sie keine Fuel-Kacker-Suppe bestellt haben. Genau, weil bei der Bürste hieß ja auch, ne? Für Dings. Ne? Fuel-Lock-Suppe. Na, endlich! Ich war drauf und dran, mein Vergangenheits-Ich feuern zu lassen. Aber jetzt? Moment mal, was zum Vogel soll das denn? Da ist ja ein Haar in meiner Suppe. Ich will sofort mit dem Geschäftsführer. Huch, wie kommst du denn so schnell hierher? Oh, du erlebst offenbar einen Nebeneffekt meiner neuen Instant Change 2. Sie benutzt eine Zeitreisetechnik, bei der keine neuen Zeitstränge entstehen. Alle Änderungen werden sofort sichtbar. Wolltest du nicht eben noch auf die Fünfer sparen? Ja, aber dann kam mein Zukunfts-Ich. Komplett pleite. Da habe ich ihm die Zweier abgekauft. Die ist auch ganz brauchbar. Solange man keine schwangeren Frauen mitnimmt. Und weil ich jetzt nicht mehr sparen brauche, habe ich direkt gekündigt. Mein Zukunfts-Ich brauchte eh dringend einen Job. Und wovon willst du jetzt leben? Als erstes haue ich meine Altersvorsorge auf den Kopf. Und dann mal gucken. Plötzlich sehe ich wieder eine rosige Zukunft vor mir. Aber es gibt doch keine Zukunft. Ich werde ihn lieber nicht stören. Er ist noch in der Probezeit. Okay, gut. Das ist also deine Instant Change 2 da draußen? Ja. Wieso? Na, du hast das Licht angelassen. Tatsächlich? Bestimmt wieder ein Problem mit der Elektronik. Verdammter Butterstampfer. Warum nur habe ich nicht auf die Fünfer gespart? Tja, das weiß niemand. Hier, kannst du es bitte für mich ausschalten? Na klar. Ich helfe doch, wo ich kann. Zeitmaschine. Ja, yes. Gut. Soll natürlich auch den Schlüssel nehmen. Boah, was ist das alles nur für ein Zeug? Ich frage mich, ob es mir gelingt, den Motor zu starten. Du sollst dich auch reinsetzen, Bro. Verdammter Butterstampfer. Apropos Butterstampfer, da können wir doch, genau, da fehlt ein Zylinder. Den können wir doch hier unsere
Der würde hier genau hineinpassen. Aber warum sollte ich mein neues Butterfass verschwenden, um unaufgefordert fremde Autos zu reparieren? Ich bin doch hier nicht der nette Onkel vom Automobilclub. Können wir Ihnen das sagen, dass das Ding kaputt ist? Jetzt hätte ich darum kümmert. Und? Schon aufge... Du, Rufus, ich bin mir langsam nicht mehr so sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist. Vielleicht sollten wir die Aktion abblasen. Ach, Papperlatüt. Natürlich ist das eine gute Idee. Du hast nur kalte Füße. Das ist ganz normal. Hast du denn einen Frack und einen Ring auftreiben können? Ist in Arbeit. Wenn du in Paradox City nicht fündig wirst, frag vielleicht mal die Jungs vom Portalbauamt. Der Architekt weiß für gewöhnlich, in welcher Zeit man was finden kann. Nicht vorsagen. Das klingt aber nicht schlecht, den können wir da mal nachfragen. Bei Verräter und sowas. Huhu, ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Klar. Hm. Weißt du zufällig, in welcher Zeit ich einen Frack und einen Hochzeitsring finden kann? Eine Hochzeit? Und für so einen Schmus reißt du mich aus meiner wertvollen Arbeit heraus? Klar. Das könnte wichtiger für die Zukunft sein als Familienplanung. Du hast recht. Ich sehe Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten und Parkflächen für Kinderwägen direkt vor den Biomärkten. Klingt paradiesisch. Einen Moment. Ja, nein. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich eine Karte, wenn wir mit dem anderen mitfahren. Hoffe ich mal. Ja? Vielleicht habe ich die Information, die du brauchst. Aber jedes Wissen hat seinen Preis. Mein Informant möchte als Gegenleistung erfahren, wie die neuen Huttrends aussehen. Huttrends? Warum dreht sich heute alles um Huttrends? Kannst du es in Erfahrung bringen oder nicht? Ja, Moment, da war was. Glatze. Man trägt jetzt Glatze. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühne Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und Ring zu finden sind. Ja. Bauhelme, die machen einen schlanken Fuß. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühne Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und Ring zu finden sind. Der neueste Trend sind Extrabacken. Gibt das weiter. Mein Informant ist ohne einen Beweis. Ich sollte vielleicht noch mal Recherchen anstellen. Ja, tu das. Ich lass dich mal wieder. Ich hatte. Okay, das heißt, wir brauchen das. Ist abgeschlossen. Kann ich das jetzt reinpacken? Der würde hier genau hinein. Aber warum sollte ich mein neues Butter... Ich bin doch hier nicht der nette Onkel vom Auto... Ja, da kriegen wir die Zeit, dann können wir das und... Ich dir... Rufus bringen Kai. Interessant. Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Ich habe mindestens 2 Klienten, die für so einen Klunker viel Geld bezahlen würden. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpampe. Recht so, quid pro quo. Okay. Abführmittel. Ah, Apfelmittel. Hier, damit geht's bestimmt gleich besser. Oh, das ist ja genau das Richtige.
Oh! 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 Ah! Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Ich will was zu essen. Einmal Toast und Milch, bitte. Kommt sofort. Hier, der Rest ist Trinkgeld. Ich hasse diesen Job. Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was. Ich glaube, Rocco hat ein Auge auf dich geworfen. Das glaube ich etwas lecker. Ein Fett? Nein, kein. Ich glaube. Das höre ich. Ich sollte mich endlich. Ich brauche noch eine Milch. Weil es ein Achievement gibt. Das könnte mal ein prima Erdnuss. Aber bevor. Okay. Weil es nämlich ein Achievement gibt, dass man Milch mit Milch. Damit kann man lediglich mehr nicht. Jetzt vielleicht da rein. Aber ja doch. Ich könnte den Motor benutzen, um Butter für mich zu stampfen. Was hat er gesagt? Psst, nicht dazwischen quatschen. Ich glaube, jetzt wird's spannend. Ach, ihr Guten. Ich werde euch vermissen. Wieso? Wo gehen wir hin? Hey, ist das eine Art Karussell? Bist du doof? Ja, Erdnüsse. Euer Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Ja, die tun mir auch leid. Die waren voll cool. Dann immer einen coolen Spruch auf Lager. Erdnussbutter, Toast. Das erinnert mich an die Pausenbrote, die ich damals immer Wenzel geklaut habe. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Hinweis darauf, dass wir das hier zu dem bringen können. Hier, gib mir das scheiß Prospekt, damit ich beim anderen die Koordinaten kriegen kann, damit ich hoffentlich Frack und so kriegen kann. Hat hier jemand ein leckeres Erdnussbutter-Sandwich bestellt? Mmh, ja, lecker. Hier, behalte ruhig das Magazin. Ich habe es eh schon zum dritten Mal durchgelesen. Wow. Da ist sogar etwas Motoröl in der Butter. Wie Mama es mir immer gemacht hat. Ja. Verschwende nicht meine Zeit mit diesem nutzlosen Tant. Ich habe hier eine Zukunft. Mal gucken, was in der Zukunft so in Mode ist. Turbane? Echt jetzt? Na klar, es geht schon. Ich würde gern. Versteckt er sich da hinter dem Tresen? Hey, stopp! Die Identität meines Informanten ist geheim. Und niemand. Hörst du? Niemand blickt hinter meinen Tresen. Kapische? Wenn es mit Piesche zu tun hat, möchte ich es auch gar nicht wissen. Ich suche. Ich hab meinen Info. Und ich habe mir ein. Easy Man. Man trägt jetzt Turban. Ach ja? Das klingt mir ziemlich weit hergeholt. Hast du einen Beweis dafür? Natürlich. Hier. Ja, das dürfte wohl reichen. Mein Informant ist zufrieden. Und er weiß tatsächlich, wo du diese Gegenstände findest. Ich zeichne dir die entsprechenden Koordinaten auf der Karte ein. Da. Und jetzt verschwinde. Portalkarte, ich habe Postkarte gelesen. Ich denke, was? Okay. Dann gehen wir jetzt da rein und sagen, yo, Bro, ich will da hin.
Kannst du mich da hinbringen? Lass mal sehen. Ja, das sollte möglich sein. Und meine alten Knochen könnten ohnehin wieder etwas Abenteuer vertragen. Lassen Sie sich nicht foppen, mein Freund. Es gibt keine Abenteuer bei einer deterministischen Zeitreise. Papalapap! Hör nicht auf die Leute. Es würde mir traumlich einfallen. Und los. Zeitleitung, check. Karionenkonzentrator, check. Hämorrhoidenring, check. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Meine Prostata kribbelt geradezu. Bisschen klein, deine Zeitmaschine. Sie ist smaller on the inside. Cool, nicht wahr? Na, komm schon auf Opas Schoß. Und los geht's. Oh nein, nicht schon wieder. Du kennst diesen Ort? Ja, ich war heute schon mal hier. Beziehungsweise, es kommt noch auf mich zu. Der Turban, die Bowlingpoliermaschine, alles steht noch ungenutzt an seinem Platz, ohne meine klebrigen Fingerabdrücke. Oh je, das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Noch komplizierter? Tja, die Typen der deterministischen Zeitreise. Als du vorhin hier angekommen bist, waren wir bereits weg. Das heißt auch, dass wir nicht abreisen können, bevor alles wieder genauso ist, wie du es nachher vorgefunden hast. Und was passiert, wenn ich doch etwas verändere? Das kommt ganz darauf an. Ist dir bei deinem letzten Besuch zufällig ein Aschehäufchen aufgefallen, genau da, wo wir jetzt gerade stehen? Wie wär's damit? Ich hole meine Sachen und versuche anschließend alles genau so herzurichten, wie ich es später vorgefunden habe. Das wäre begrüßenswert. Okay. Aha. Oha. Farbe brauche ich, um die Leichen zu präparieren. Hey, stopp! Das ist meine Schaufel. Totengräber mit der Lizenz zum Schaufeln dürfen die benutzen. Ach, mach dich doch nicht so. Nicht gerade der ideale Landeplatz. Ich hoffe, da passiert noch was, bevor ich hier nachher abstürze. So, und das Laken können wir ihm wahrscheinlich geben. Weil er ist ja nachher der Prophet. Prophet, wollte ich. Ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Nein, danke. Es sieht bequem aus, aber mein Berufsstand verpflichtet mich, das offizielle Totengräber-Outfit zu tragen. Sonst würde ja jeder Hans Franz mit einem Spaten herumlaufen und Angehörige verbuddeln. Ach komm schon, das kontrolliert doch keiner. Glaub mir, ich hatte es mal vergessen und mir dadurch eine Abmahnung eingehandelt und eine Blasenentzündung. Hallo Fremder, falls du keinen Termin hast, in einer halben Stunde könnte ich dich dazwischen schieben, allerdings ohne Waschen. Ich bin kein Kunde. Oh, das hatte ich gehofft. Die wenigsten machen ihre Termine selbst. Dein Zeug ausleihen? Nein, das ist Spezialequipment für Totengräber. Cooles Outfit. Das ist die traditionelle Robe eines Totengräbers. Und ich dachte, du willst heiraten. Es ist in jedem Fall ein Symbol der Trauer. Du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Ich habe ein famoses Gesichtsgedächtnis. Das braucht man in meinem Job. Als Prophet? Als Totengräber. Es kommt zwar nicht oft vor, dass Kunden zurückkommen, aber wenn, sollte man das frühzeitig erkennen. Prophet wollte ich allerdings auch mal werden. Leider fand mein Vater, dass der Job keine Zukunft hat. Wie so vieles heutzutage. Genau, aber Totengräber werden immer gebraucht. Das stimmt, ja. Glaub mir, es kommt der Tag, an dem du ein Prophet wirst. Und woher willst du das wissen? Bist du etwa ein Prophet? Ob ich Prophet bin? Wer
kann denn da schon Nein sagen? Du Glücklicher. Wir könnten die Jobs tauschen. Ich ein Prophet? Ach, das wäre zu schön. Aber ich kann einen Job als Totengräber nicht vernachlässigen. Ich muss noch diesen Grabstein zu Ende meißeln und das Grab dort ausheben. Ich wollte etwas vorarbeiten. Dummerweise weiß ich nicht, wer in diesem Grab landen wird. Da hast du ja Glück, dass zufällig gerade ein Prophet vorbeigekommen ist. Ich werde in diesem Grab landen. Und das irritiert dich gar nicht? Ich habe in diesen Tagen weitaus irritierendere Dinge erlebt. Die Herrensauna auf Elysium ist der Spitzenreiter. Dann muss das Grab ja jetzt nur noch ausgehoben werden. Wenn du es schaffst, bräuchte ich nur noch das passende Outfit und wir sind im Geschäft. Mein eigenes Grab schaufeln? Ha, meine leichteste Übung. Ich verschwinde. Tüdelü. Ja, hier hast du das Outfit. Ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Das wäre genau die richtige Robe für einen Propheten. Und luftig ist sie außerdem. Da bimmeln die Glocken. Aber noch bin ich kein Prophet. Okay, darf ich dann den Spaten benutzen, oder? Meine Fresse, hör mal auf, herumzuklopfen. Ist das laut hier. Oh, der hat auch wieder alles umgestellt. Ja, geil. Ich habe das Spiel nicht geschlossen gehabt. Naja. Aber gut, wir sind eh drüber über die Zeit. Ich würde einfach sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls euch der Part heute gefallen hat, würde ich mich über eine Wertung oder Kommentar freuen. Und ich werde die Sachen gleich wieder einstellen, so wie sie vorher waren. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Tom. Ciao, ciao und bye, bye.